Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar heute zum zweiten Teil von meinem Let's Play mit dem Paladin, mit dem Dunkeleisenzwerg, mein Dark Tiller. Und wir sind wieder in der Gruppe unterwegs, wollen ein, zwei Innis durchbasteln. Diesmal habe ich mir auch einen Timer gemacht, dass wir quasi sehen, wie lange ich schon unterwegs bin, weil ich möchte es etwa immer so eine Stunde haben. Gut, wenn es 5 Minuten drüber oder drunter ist, ist es auch nicht so wild, aber dass die Folgen etwa immer so eine Stunde lang sind. Gut, ja, du ist kein Problem, wenn du gar kein Headset hast, alles kein Stress. Ich meine jetzt ein paar Innis, vielleicht switchen wir nachher auch nochmal ein bisschen durch mit Leuten, weil es wollten ja noch die ein oder andere dazu hier mitkommen. So, ach, was haben wir denn hier? Höhlen des Weglangs, wunderbar. Jetzt frage ich mich, ob es hier... Ach ne, ja gut, wir haben ja die Quests auch noch, ne? Naja, gut, ich würd sagen, solange wir die Quest haben, dass wir halt die ganze Inni, also halt die Sachen machen, wo wir die Quest brauchen. Und sonst ist es ja mittlerweile so, dass du den Instanzabschluss nur noch durch einen Boss triggerst. Nur du musst halt wissen, welcher Boss das ist. Meistens ist es halt der letzte Boss in der Instanz. Und am effizientesten ist es, dass du einfach nur diesen einen Boss umhaust und diese End-EP erhältst, ne? Also das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ja, da hast du recht. Nur wenn wir Questen gehen, den Warmode anmachen, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist richtig. Wobei, naja, wenn man am Streamen ist, dann ist das mit dem Warmode immer so eine Sache. Weil es gibt dann doch mal den einen oder anderen, der meint, er ist lustig, wenn er dann Loadwing irgendwie 5-mal killt oder so. Und das hält halt einfach auf. Ne? Deswegen ist das immer so ein zwieschneidiges Schwert. Im Normalfall gebe ich dir da an der Stelle recht. So, jetzt muss ich bloß gucken. Wo habe ich denn das TS hingeschoben? Ah ja, da drüben haben wir es. Jetzt schieben wir das mal hier runter. Also ich habe jetzt dazu entschieden, dass wir gerne auch ins TS gehen können. Dann kann man sich ein bisschen besser absprechen, das ist das easy. Warte mal, das war doch die Instanz, wo du diese Blumen hier holen musstest, ne? Zum Glück ist der Reeks nicht dabei, der hat mir mal alles weggeklaut hier. Aufpassen. Ja. Mit den Spells, ich habe leider noch nichts Sinnvolles gekriegt, außer das hier. Ja, also hier quasi Gifte runternehmen. Und Krankheiten, ja, aber das ist jetzt hier im Low-Bereich noch nicht so relevant. Ja, also im Normalfall ist mit War-Mode Level eine sinnvolle Sache, außer du läufst halt Gefahr, ständig gegankt zu werden. Und wenn du, aus Erfahrung kann ich euch sagen, wenn man streamt oder so und dann Leute meinen, sie sind lustig, dann hält es meistens eher auf, dann bringt dir die 10% nichts. Aber im Normalfall ist ja War-Mode eine gute Sache. Vor allem, wenn man Horde ist, weil irgendwie die Allianz nie im War-Mode spielt, also auch im hochleveligen Bereich, ist der War-Mode da relativ gut. Ich muss jetzt mal gucken, wer hier wirklich der Endboss ist. Ich nehme fast an, dass auf der anderen Seite der... Obwohl, oder? Oder ist es der hier? Das könnte eigentlich beides sein. Also für den brauchst du auf jeden Fall länger. Musst du zumindest länger hochlaufen. Und den anderen brauchst du auch, ehrlich gesagt. Obwohl, nee, wahrscheinlich ist er hier der Endboss, ne? Wahrscheinlich musst du wirklich das Ganze hier machen. Da wirst du nicht drum rumkommen. Aber werden wir gleich sehen. Muss einfach ein bisschen beobachten, wie es mit der EP aussieht. Also ein bisschen gucken. Und vor allem müssen wir gucken, dass wir die Blumen hier alle mitnehmen. Okay, ja. Gut, dann bringt es dir eh nichts. Weil du kannst, glaube ich, erst zum Murloc-Boss, wenn du... hier alle anderen Bosse getötet hast, ne? Weil du musst ja am Anfang dann den einen Typen anquatschen und das kannst du, glaube ich, erst machen, wenn du alle anderen Bosse gekillt hast, also kommst du eh nicht drum rum. Wir waren jetzt nämlich vorhin gerade in Dings gewesen, hier im Verlies, und da musst du ja quasi nur Hogger töten. Einfach nach links Hogger umbrezeln und bist fertig, ne? Das kannst du ja in echt in 4-5 Minuten machen, also das geht ja echt schnell. Du musst du nicht die ganze Instanz dann machen, aber ja. Muss man halt wissen, welcher der ist. Und da hatte auch jemand behauptet, dass der Elementar der Endboss ist, was nicht gestimmt hat, ne? Also zumindest nicht vom Tracken der Instanz, wovon ich ausgehe. Ach, bei Mechadrill gibt's denn Prozent-Drop-Mount? Und bei Chainer ist ein 100%. Okay, ich wusste jetzt nur von dem Chainer Mount. Ich wusste jetzt nicht, dass es dann zwei Mounts geben soll in der Salor. Das ist interessant. Aber wenn es wieder im LFR droppt, dann wäre ich da halt mit meiner Twink Armada einfach den LFR. Obwohl, da muss ich die wieder gieren, die scheiß Chars, dass sie in den LFR reinkommen.
Und mal schauen, was du da für ein Item Level im LFR brauchst. Alles immer ganz entspannt. LFR kannst du ja so durchlaufen, beziehungsweise theoretisch auch so ein bisschen rumleechen und dann die Monster holen. Ich hatte ja. Achso, ich habe noch keinen Kick, ne? Ich versuche die ganze Zeit den Mob zu kicken. Aber mit dem Paladin kann ich ja mit dem Schild auch interrupten. Das ist ganz praktisch. Ich hatte ja sowohl diese Schlange bei Hassassin. Obwohl, doch. Doch, die konntest du, doch, die Schlange im Hassassin konntest du auch im LFR farmen. Die hatte ich mit dem LFR geholt und auch die das Mount dann bei den Hunden in Antorus. Ne? Da bin ich halt einfach. Ich hatte ja am Ende von BFA, hab, nicht von BFA, am Ende von Legion habe ich ja meine ganzen Twinks hochgespielt. Ne? Hauptsächlich über diese Invasionen, die es dann gab. Und weiß ich nicht, irgendwann hatte ich teilweise. Was waren glaube ich, über 70 Chars, ne? Oder, ja, die ich dann auf 120 oder 110 hatte, nicht 120, 110. Und dann kannst du natürlich schon einiges an LFR-Runs machen. War schön, der zweite Boss, also zumindest im, sogar, ich glaube, in beiden Innis war es der zweite, oder? Ich bin, also vom LFR-Ding. Gruppe voll, Vibe fest. Ja. Es kommt halt immer drauf an, was ist, also im LFR sind halt Bosse, wo du wirklich eine Mechanik spielen musst, meistens, naja, ein wenig ungünstiger, sagen wir es mal so. Ich habe mir ja jetzt, klar, ich weiß, es gibt schon lange Raid-Testing hier für die Dazar-Alola-Inni, aber ich habe mir bis jetzt noch nichts Großartiges angeguckt, ne? Das, ja. Also ich bin jetzt da keiner, der sagt, ich will mich überhaupt nicht spoilern lassen, aber wenn ich den Content noch nicht selber aktiv angehen kann, dann weiß ich nicht. Bringt mir das nicht so viel, wenn ich mir da alles Mögliche angucke zu. Interessant ist es dann halt immer, wenn du irgendwie First Kills machen willst, dann lohnt sich's auf dem PTR, ja, möglichst schon die Boss-Taktiken einzuprogressen. Da nimmst du dir, dann ersparst du dir viel auf dem Live-Server ein bisschen schneller als andere, ne? Aber das macht dann nur Sinn, wenn deine ganze Gilde daran interessiert ist und dann auf dem PTR geht. Die Geschichten ist, meistens sind halt die Raid-Testings zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten, weil es ja, nur einen PTR-Server gibt. Und das ist halt eigentlich ein Ami-Server und meistens sind die Raid-Testings nach der US-Zeit ausgerichtet, ne? Halt, bis es auch einfach ein US-Unternehmen ist, ne? Ist ganz klar. Natürlich, manchmal sind die auch zu guten Zeit, aber du musst halt immer sehr, sehr kurzfristig gucken, weil die kündigen das erst kurz vorher an und dann gibt es Raid-Testing. Aber die Zeit, wo ich irgendwelche PTR-Raid-Testings mache, sind lange her. Ich hab das früher mal gemacht, dass ich auf dem PTR bin, auch so Raid-Testings mitgemacht hast. Du hast halt immer nur eine ziemlich beschränkte Zeit, wie lange du einen Boss quasi tryen kannst. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du da die ganze Woche rein kannst, sondern dann heißt es dann um 23 Uhr, du hast jetzt irgendwie 2 Stunden und Blizzard, die schauen sich das ja auch live quasi an, was die Spieler machen, ne? Um die einfach zu gucken. Und wenn die genug Data gesammelt haben, machen die das Ding wieder zu. Ne? Also es ist nicht so, dass du da ewig rumbasteln kannst. Also von dem her, ja. Und dann halt immer einzelne Bosse, du kannst da nicht den ganzen Raid oder so durch. Und vor allem ist es dann halt auch eine Tuning-Sache. Im PTR ist es oftmals härter getuned, weil sie es erstmal hart machen und schauen, schaffen die Leute das, ist das machbar und dann langsam runtergehen, ne? Und solche Sachen und da ein bisschen gucken. Okay, der wurde geblendet. Ja. Aber ganz interessant. Das Problem ist, ich habe auch mal Raid-Testing mit Randoms gemacht, ja. Also einfach auf den PTR gegangen und dann eine Gruppe rein und das war so eine Katastrophe. Das waren so ein Hausfrauen-Raid quasi. Und die haben da versucht, irgendwelche neuen Bosse zu machen. Das war einfach nur Zeitverschwendung, ja. Das war einfach nur Zeitverschwendung und zwar richtige Zeitverschwendung. Und deswegen, wenn dann hast du eine Gilde, die sagt, okay, wir wollen es machen und stellen sich dann quasi dahin und machen das mit dem ganzen Raid und progressen dann halt quasi auf dem PTR das schon ein, dann macht das Sinn. Aber wenn du da einfach random hingehst, dann hast du da keinen Mehrwert durch. Ja. Naja. War aber meistens so, dass es im ersten Raid-Content keinen Mount gab. Weil die ja meistens die Mounts erst rauspatchen, wenn das Addon vorbei ist und sonst könntest du die Mounts so einfach farmen. Die haben meistens erst im zweiten und dritten Content einen Mount eingeführt, ne? Wenn du jetzt guckst, das war in Warlords of Draenor so, da gab es ja in High Maul gab es auch keinen Mount, erst in Blackrock Findery haben sie einen Mount eingebaut und dann beim
Also hier bei Blackhand und dann ganz am Ende nochmal bei Archimonde im. Warum habe ich denn eigentlich noch keine einzige Blume? Habe ich die Quest nicht angenommen? Oder habt ihr die ganzen Dinger gelootet? Irgendwie. Glaube, warten wir. Und dann gab es ja bei Archimonde quasi nochmal einen Mount, ne? Und hier in Dings war das genauso. Na, wie heißt es hier in Legion? Da hat es ja das erste Mount dann in. Also Emerald Nightmare hat das zunächst gehabt und das erste Mount hattest du ja dann in Nighthold quasi, ne? Und dann nochmal im letzten Content, also hier bei Argus, genau. 800 Rating. Ja, da kommst du groß raus mit. Also von dem her, ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufmerksamer sein, dass ich die Blumen hier krieg. Schau mal, das hatte ich sogar vom Transmog noch nicht mal. Sonst, ich bin gerade überlegen, was war davor? Davor war MOP. Da hattest du, glaube ich, im ersten Content hast du auch keinen Mount gehabt. Thron des Donners? Nee, da hattest du, glaube ich, auch keinen Mount Drop, ne? Du Doch, ein hattest. MOP bei Mogushan-Gewölbe, Helikon. Stimmt, bei Elig. Ja, aber das war kein 100% Drop. Das war ein Prozent Drop. Aber klar, du hattest einen Mount, da stimmt das. Aber ich gehe immer von der höchsten Schwierigkeitsstufe im Moment aus für 100% So. Drops. Weil gut, dann hattest du ja theoretisch in Toss auch einen Mount-Drop mit mit der Schlange, ne? Das habe ich jetzt gar nicht dazu gezählt. Ja. Aber klar, ich rede jetzt von den 100% Drops, die dann auf 1% runter gekürzt werden, sobald das Addon endet. Aber das erst in SOO hattest du dann so einen 100% Drop beim Endboss, was ich mir damals zum Glück noch geholt habe. Da sind ja sogar zwei gedroppt dann im Mythic-Modus, das war ganz gut. Habe ich mir dann eins gelockt. Ich glaube, letzte oder vorletzte ID bin ich da noch rein, hab mir das Ding gelockt, sind durch, schnell durch. Da wurde es auch zu Tode genervt, ne? Eigentlich war es eine Schande für alle, die das ganzen Content gefarmt hatten. Ich hatte da WoW-Pause gemacht, ne? Also halt, wenn. Oh, kacke, ich muss jetzt mal kurz bubbeln. Drücken wir mal die Bubble weg, jetzt passt das wieder. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, gut, jetzt ist es eh weg. Da hatte ich fast den ganzen Content eine Pause gemacht, ne? Bin am Ende vom Content wiedergekommen. Hab dann die meisten Bosse noch so mit Gruppen gelegt, aber natürlich auch nicht krass geprogressed, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich ja, weil die ja schon down hatten. Und dann habe ich mir aber eine eigene Gruppe gemacht und hab mir das Zeug gelockt. Sind kurz durchgelaufen, ich hatte meinen Mount und viele andere, die den ganzen Content geprogressed hatten, hatten am Ende ihr Mount nicht und ich habe halt mit null oder mit wenig Aufwand mein Zeug gekriegt. Das war halt eigentlich schon recht nice. Da ging das noch ganz gut. Hast du einfach selber halt die Gruppe aufgemacht, gut genug Leute gesucht, dann ging das. Kannst du mal das Transmog vom Arcane Mage zeigen? Jetzt weiß ich nicht, welcher von denen der Arcane Mage ist. Ist das der Arcane Mage? Ja, das Arcane. Seid ihr? Ja, der hat das. Was ist denn das? Das ist irgendwie ein Classic-Set, oder? Das erinnert. Das sieht irgend. Ah, nee, das sind die Dings, ne? Ist das nicht das Ding-Gear? Hier. Das Account-Gear, was du hast? Und bloß der Kopf, den kenne ich nicht. Der sieht cool aus. Der Kopf sieht cool aus. Das ist doch der Kopf aus dem Shop. Ach, okay. Ja. Weil den kenne ich nämlich nicht. Ja. So, jetzt Glaube muss ich. ich, ne? Okay. Ja gut, das mag sein. Das mag sein. Ach, der andere heißt der Kahn. Ach mein Gott. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geguckt. Okay. Oh, ist das dumm. Ja. Jetzt, ich sehe das gerade erst, dass der Arcane-Mage heißt. Ja, sorry. Ja, hab da nicht auf die Namen geachtet. Er heißt Arcane-Mage. Dark Mage und Arcane-Mage. Oh mein Gott. Es ist ein Monk. Ah, das ist, glaube ich, nicht das Level-Gear. Das ist irgendein Monk-Gear, das er anhat. Gar nicht, aber du kannst auf dem Low-Level eh nicht viel transmoggen, ne? Wünscht Also. zu vielen Gesichter, Spielzeug. Ach so, der hat einfach. Ah, ja, okay. Deswegen hat er so ein Zeug. Ich dachte mir gerade, weil ich hatte jetzt. Gut, ich habe jetzt auch nicht viel Lederzeugel, aber. Viel Plattenzeug, ne? Ich blende ihn hinten.
Ah ja. Das ist ein Toy, das er hat. Das ist ein Verwandlungstoy, deswegen sieht er so aus. Warte mal, können wir den jetzt gleich mal hier. Komm her. Ein Verwandlungstoy ist das. Schaut auch noch an Reeks. Ich glaube, Reeks ist gar nicht da. Nee, Schnitter. Der hat gesagt, der levelt danach und will dann mitkommen, hat er gemeint. Muss halt important stuff machen anscheinend. Der ist, glaube ich, nicht zu Hause. Ja, ich glaube, er ist im Onkel oder so. Viel unterwegs, viel beschäftigt, ne? Warte mal, jetzt loggen wir mal um hier. Gut. Ah, das Schild, das hatte ich noch gar nicht vom Transmog her. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Mal, ja, so ein grüner Panzer halt, ne? Okay, ich hab jetzt immer noch keine einzige Blume. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also wenn, dann sehe ich hier keine oder ich habe die Quest. Könnt ihr mal die Quest teilen, die ihr habt? Hab ich vorhin schon. Nee, ich habe aber auch eine Quest. Bin ich jetzt blöd? Sonst geier ich da auch immer drauf. Nee, da steht, du hast die Quests bereit. Bereits. Ja, gut. Muss ich vielleicht ein bisschen mehr gucken. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Flaggen gesehen? Ihr müsstet doch jetzt langsam alle fertig sein, weil ich habe noch gar keine Ich bin einzige. fertig. Gibt Ja, ich auch. es doch gar nicht. Dann habt ihr mir die alle weggeninjert. Wenn ich hier heroisch die Mobs tanke, ne? Lauft meine Gruppe rum, ninjern alle Blumen weg. Jetzt sind wir ja schon mit dem zweiten Flügel fast fertig. Ich sehe aber auch echt keine hier, ne? Weil ihr alle Naja, du schon. bist auch an einigen vorbeigelaufen. Ja, wunderbar. Also an drei Stück mindestens. Ja, wunderbar. Ich kann ja nochmal den Weg ablaufen und ihr könnt ja schon mal den Schlangentypen oder. Ah, naja, obwohl da hinten Ja, müssen ich auch nochmal gleich den einige. Mob wieder hinten. Kann den eigentlich auch, warte mal, dann ranholen, dann können wir den mit wegleaven. Warte, wir machen das so und jetzt Schildchen drauf. Hä? Warum? Warte mal. Tut mein Schild den noch nicht interrupten? Moment, Moment. Gibt es da eine bessere Version? Ah. Hier, Schild des Rächers und der. Ach, fuck. Das gammelige Schild des Rächers, das interruptet erst ab Stufe 42? Ernsthaft? Ja, gut. Das wusste ich nicht. Also, okay, man kann mit dem Schild des Rächers noch nicht von Anfang an interrupten. Ich habe mir schon ge gedacht, boah, der Paladin hat ja alles mit 20 schon. Aber nein. Ja gut, das war nix. Ihr könnt euch raus und reinporten, ne? Dann habt ihr instant. Seid ihr beim Questgeber? Ich muss jetzt hier bloß nochmal gucken, ob irgendwelche. Na, schau mal, da liegt sogar sofort eine. Da sind ein paar Blumen. Ihr könnt den Typen mir schon mal anquatschen. Da kommen ja immer nur ein, zwei Schlangen. Die könnt ihr ja Müssen auch. nur einen Boss machen. Müssen wir den Der machen, kurz vor Anaconda. mir? Nee, die. Ich glaube, den musst du. Echt? Glaub, du müsstest schon anquatschen Ja, können. ich guck mal. Ich bin ja jetzt da. Gibt das hier schnell fix ab, dann. Jo, schau mal, ob wir schon. Weil Sowieso den machst. Spöde. Der Den rennt Ma ja Nee, kann sowieso man noch hin, nicht. zu der Kann man noch Stelle nicht. hin, wo die steht. Okay. Kann man noch nicht. Gut. Naja, da ihr könnt ja schon mal die einzelnen Mobs wegmachen, die da rumstehen. Ich muss nur Blumen pflücken gehen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Sonst geier ich da auch immer drauf, aber irgendwie. So. Weißt du, wo das Mogushan-Gewölbe ist? Ja, im Kunlei-Gipfel. Findest du den Eingang nicht, oder was? Ich denn hier alles nicht looten? Was ist denn das? Aber gut, ich habe echt viele Flacken lassen, ne? Muss ich echt zugeben. Aber gut, wenn ihr alle fertig seid, ist klar, ne? Ja, wunderbar, dann sind wir auch fertig. Ach, ich kann mich nicht rausporten, weil ihr im Kampf seid. Ich unterbreche den hier. Naja, gut, dann laufe ich halt mal zu euch. Hilft ja nix. Mein Gaul habe ich auch noch nicht, oder? Wenn krieg 28 kriege ich den Gaul. Ja, Könnt die ihr schon Mini. unterbrechen, oder? Ja. Echt, ihr könnt schon interrupten?
Ich kann das auch schon, aber. Okay, die meisten Klassen können das relativ spät erst. Tanks vor allem, warum auch immer. Ich mach. Ja gut, wenn da einer durchgeht, ist ja auch nicht so wild, oder? Also, so viel Schaden macht es ja auch nicht. Nee, hier wollen wir kicken. Ah, schau, genau zum Kill bin ich da. Wunderbar. Gut, jetzt müssen wir den anquatschen können. Jetzt Naja, ich ist. port mich schon raus. Ja gut, wir müssen ja eh alle da hoch wegen den Quests, ne? Ich weiß gar nicht, was schneller ist. Meistens ist es sogar schneller, wenn du hochläufst, wenn du gleich neben dran bist, je nachdem, wie lange den Ladebalken warst. Ich kann es dir klar auf der Karte zeigen, sobald wir hier die Quests abgegeben haben und den Typen angequatscht, weil der läuft ewig lahm, dann zeige ich es dir. Das ist ein bisschen versteckt. Du musst schauen, wenn du weißt, wo der Schar des Zorns ist. Von dem Punkt einfach Richtung Dings fliegen. Nämlich dann, naja, so wurscht. Einfach Richtung Undaster fliegen und dann, bevor du aber zum Wasser runter abbiegst, ist es seitlich dran. Ich kann dir das dann gleich mal kurz zeigen. Warte. Machen die Map mal kurz groß. Jetzt hat er natürlich hier keinen Erkundungsvorschritt. Warte mal, wir müssen nach Pandaria, Kunlei-Gipfel. Hier oben irgendwo drin, hier irgendwo ist es. Da musst du mal hinfliegen. Fliegst du mal hier hoch und dann schaust du mal hier rüber. Da ist so ein Plateau. Da kannst du dann ran. Da ist der Schar des Zorns drin. Hier, Mogushan-Gewölbe, nicht Schar des Zorns. Schar des Zorns ist dann eins unten. Jo, wunderbar. So. Das Problem ist halt, jede Instanz bringt halt genauso viel EP, ne? Es ist halt wurscht, ob das eine ganz lange oder eine kurze ist. Und hier für die INI musst du halt wesentlich mehr Zeit einplanen, als jetzt zum Beispiel für Verlies, ne? Vor allem, du musst jetzt auch noch dieses blöde Event spielen. Gibt halt eigentlich zwei Inis, die richtig gut sind. Verlies. Und dann gibt es noch einen Teil im Schwarzfels, wo du auch nur einen einzigen Boss töten musst. Aber den kommst du, glaube ich, erst ab Level 40, 50 irgendwann rein. Die haben ja die Instanzdinger ein bisschen abgeändert. Ich muss jetzt mal gucken. Du siehst es immer am Minimum-Item-Level, wann du wo rein kannst. Und nee, das ist es nicht. Nicht unsere Schwarze. Hier, BRT war das damals. Das muss ich bloß mal gucken. Schwarzfels-Tiefen, genau. Was ist denn das loweste Item-Level? 47, okay. Weil daran siehst du immer, wann du in die Instanz rein kannst, ne? An dem Minimum-Item-Level. Ist noch Platz frei für die Is? Im Moment sind wir gerade voll, aber wir können halt auch ein bisschen rotieren. Dann können wir ein paar andere Leute noch mit reinladen. Der eine hat gesagt, der muss sowieso bald gehen. Der eine, also du. Ist uns verlassen. Ne, der Arcane-Mage. Ach, der Arcane-Mage, jo, klar. Jo, dann kannst du dann mit, sobald der raus ist, denke ich mal, nächste Inni. Sind wir jetzt hier gleich durch. Der eine ist Varius, okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid, wer der eine ist. Die meiste EP kriegst du halt einfach dadurch, dass du den Instanzabschluss hast, ne? Was mir gerade einfällt, ich bin ja immer noch so ein bisschen am Überlegen mit dem Sockel, mit dem Zusatzdings. Also ich habe ja schon einen im Inventar, warte, oder? Da, genau, der 5% mehr EP-Sockel. Die sollten da mal noch eine blaue und eine epische Variante rausbringen mit, weiß ich nicht, 10%, 15% und dann Legendary irgendwie 20% mehr EP. Das wäre gut. Und es gibt ein Heirloom-Item, gibt es, wo ein Sockel drauf hat. Und zwar sind das. Jetzt habe ich wahrscheinlich jetzt hier beim Paladin nicht drin. Ich müsste dann alle Klassen gehen und dann. So, das kannst du gar nicht unterscheiden. Dann mal gucken. Hier, seht ihr, da habe ich zwei Sockel drauf. Das sind die Waffen, die es damals bei Garrosh gab. In SOO. Und die haben Sockel drauf, aber halt erst ab Stufe 90 einsetzbar. Das ist ein bisschen blöd. Und da könnte man das Ding reinsockeln.
Das wäre dann eine Möglichkeit. WB. Aber es gibt halt nichts im Low Level, ne? Ja, wie gesagt, sobald wir mit der Ini fertig sind, muss eh einer weg, dann können wir switchen. Dann können wir switchen. Sind schon lange in der Ini drin, ne? Also, die zieht sich. Weiß halt nicht, also wenn man sich gut abspricht, kann man auch relativ gut durch Quests leveln, ne? Wenn man sich dann ein bisschen aufteilt. DD muss weg. Der Kann-Mage muss weg. Auf jeden Fall, ja. Gut, hier Maraudon ist ja eh aufgeteilt. Maraudon ist auch nicht mehr so lang, weil die meisten Dinger musst du auch nur zwei Bosse töten, zwei bis drei, ne? Sonst wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht. Die ganzen großen Innis, die haben sie alle aufgeteilt. Das ist die einzige, die nicht aufgeteilt ist, aber gut, so wie es in Classic war, ist ja auch nicht mehr, ne? In Classic war ja hier noch wesentlich mehr dran. Ich habe mir mal eine Karte angeguckt, dann war ja hier das und hier war noch ewig viel mehr dran. Also wirklich bis hier oben raus konntest du noch gehen, ne? Das war noch wesentlich größer hier hinten. Konntest du irgendwie hier komplett hochgehen. Müsst du mal gucken, dann gibt es noch so Classic-Karten. Also die war auch mal noch größer, die Ini. Aber die ist halt nicht aufgesplittet, ne? Wenn du jetzt siehst. Viele andere Innis sind halt in mehrere Teile aufgesplittet. Alleine schon hier. Schwarzfels Tiefen hast du ja auch mittlerweile drei Teile, ne? In diese aufgesplittet ist. Kannst du hier eigentlich auch die Maps irgendwo angucken? Nee, das geht nicht, ne? Karten kannst du nicht angucken. Ach doch, hier Karte? Ah, doch, doch, die kannst du angucken. Quest hatten wir ja keine mehr. Ach, Scharlachrotes Kloster haben wir jetzt freigeschalten. Dann geht mal aus der Ini raus, dann können wir nämlich noch wen einladen. Jo, danke dir fürs Mitgehen, ne? Dann mache ich jetzt die Gruppending aus und der schnellste. Ich weiß gar nicht, also sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so große Instanzen. Auch jetzt im höheren Bereich gibt es nicht mehr so große Instanzen. Tela Leveling nennen wir das mal. Da könnt ihr euch reinqueuen. Ich bin gerade im Überlegen. Sonst. Burg Schattenfang, die zieht sich ein bisschen. Kloster ist klein, Schlangenstund auch. Tempel haben sie auch verkrüppelt. Düsterbruch ist gar nicht so riesengroß. Es ist zwar auch nicht klein, aber es ist einfach nur nervig. Numerigan geht mittlerweile auch. Höhlen des Wehklangs ist einer der größten. Also, wenn du jetzt siehst, wie viele Bosse du töten musst. Eins, zwei, drei. Gut, den musst du nicht unbedingt töten. Vier. 5, 6, 7 Bosse musst du halt umbrezen. Noch ein Mage haben wir da. Ist das einer von euch? Sonst? Na gut, in Schwarzfels kommst du eigentlich so gut wie gar nicht mehr rein. Das sind ja auch die Bosse von beiden Innis, ne? Oder? Draki. Ach nee, das ist nur die untere. Gut, das ist schon, ja. Da ist obere hier gar nicht mehr drin. Untere, Schwarzfels, obere. Ah, nee, nee. Stimmt, obere gibt's hier ja gar nicht mehr, weil obere jetzt ein Dings-Inni, eine Inni aus Dingsda-Bumster ist. Hier ist das einer von euch. Wir brauchen aber einen DD und keinen Heal. Einen Heiler haben wir noch. Der Magier ist der Itachi da aus dem Stream. Okay, dann lade ich mal den mit ein, wenn der aus dem Stream ist. Okay. Gut, okay, dann können wir. Jetzt haben wir wieder einen Magier. Ich hätte gern Lili gehabt, weil die ein bisschen mehr reinwumsen. Genau, auf Nahkampf mit dem Stab draufhauen. Ja, ich weiß nicht. So, jetzt queuen wir erstmal. Theoretisch, ja. Ich glaube, BGs lohnen sich noch nicht so. Bis beides, okay. Kannst ja dann die nächste mitkommen, dann können wir es so machen. Dann schauen wir mal, wo wir reinkommen. Ich hoffe in was Kürzeres. Nochmal so Verliest Run wäre eigentlich cool. Dann hauen wir wirklich nur den einen um und gut ist.
Ja, also ich sag mal so, man könnte wahrscheinlich schneller durch die Indies durchkommen, wenn man ein bisschen mehr E-Cleave-Setup hätte, aber es ist alles okay. Solange du die Indies nicht durchwipst, ach nein, die ist halt auch relativ lang. Hier, frag noch mal nach der TSIP. Ja, kann ich gleich mal pausen, Moment. Die kann ich pausen. So, okay, auf geht's. Weil hier kannst du eigentlich nichts abkürzen, ne? Ja, mein Dunkeleisenzwerg sieht schon ganz schön badass aus. Auf jeden Fall. Das Schild macht viel aus. Schauen wir mal, wie viel wir hier zusammenpullen können. Bist du in der Kanone drin? Warte, ich zieh die Mobs hier zurück zur Kanone. Ich kann gleich erst taunten. Nice, das waren jetzt alle Mobs bis zum Boss. So Aber du sollten wir das kriegst. auch beim Schiff machen, dass einer in die Kanone geht und... Stimmt, ja, dann kannst du es ein bisschen schneller durchballern. Ist gar nicht sonst, die anderen Trash-Gruppen. Was kannst du das DS auch privat hier posten? Ich glaube, privat kann ich es nicht posten, ne? Was kann ich hier nicht posten? Ah, ich weiß, also jetzt im Stream zu posten ist halt blöd, weil sonst hast du halt zu viele Leute im TS, weißt du? Das ist auch eher suboptimal. Ich glaube, auf YouTube kannst du irgendwie eine private Nachricht schreiben, aber das ist ja auch blöd. Du kannst mich in-game anschreiben, das würde gehen. Dann musst du Darktiller auf Antonidas anschreiben. Wenn du das hinkriegst, wäre das eine Möglichkeit. Schauen wir mal, dass wir möglichst alles runterziehen. Und ich mach die Tür auf und gehe um die Ecke rum. User joined your channel. Nee. Hi. Fuck, das sind jetzt schon nicht wenige Mobs. Okay, ich muss bubbeln. Müsst ihr gucken, ihr werdet jetzt gleich aggro Nein, nicht gehen. wieder ich. Okay. Der Bubble ist raus. Müsst Damage machen. Ich bin down hier als Heal. Okay, heil mal noch so lang, wie es geht. Ah, vorbei. Okay, warte. Ah, fuck it. Shit, okay. Ich glaube, das waren fast dann ein bisschen zu viele. Du hast gerade als Heiler den Rogue out gedamaged hier. Ich glaube, der hat einfach nicht viel AE, ne? Das ist die Fähigkeit, glaube ich, Fähigkeit von den Lichtgeschmiedeten, glaube ich, oder? Ja. Fähigkeit von den. Ach so, diesen AE-Schlag, ja, der macht relativ viel Schaden. Aber haben wir einen Lichtgeschmied? Doch, hier, genau, stimmt, du hast die. Ja, die macht halt, die hat einfach 4000 Damage gemacht. Das ist halt auf dem Level viel, ne? Ja, das ist schon gemerkt. Ja, Khan-Mage sind komplett broken Low Level. Muss aber nur zwei Spells nehmen für AOE, nimmst du Arcane Starke oder wie das ist? Eine Arcane Explosion und für normale Arcane Geschosse. Ja, als Schurke kann ich dir nicht viel Damage machen. Musst du Joker hat beim am Boss Anfang noch gar glänzen. keine AOE, glaube ich. Ich finde es so ein bisschen ungleich verteilt. Die sollten halt bei allen Klassen so etwa auf der gleichen Ebene in der E rein und so, dass du halt so ein bisschen viable bist. Ja, nur Ist auch Outlet. komisch. Ich habe einen Druiden erstellt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo mein Kick ist, und den kriegt er erst mit Level 70. Das ist richtig dumm. Also, ich weiß nicht, ob beim Feral auch so ist, aber beim Guardian kriegst du den echt so spät, das ist so kacke. Auch die Ich Heilung hab's kriegst du, gar glaube ich, nicht erst so. mit 65.
Weil ich letztens mal mit einem Melee Hunter unterwegs war und der hat richtig Schaden rausgerotzt. Also der hat wirklich alle abgezogen und zwar mit Abstand. Die halt auch im, so im Level 20 oder wie? Ja, genau, auch so ganz im Low-Bereich, da machen die anscheinend richtig Damage. Aber das war noch vor BFA, aber ich glaube, das müsste 8 Punkt, schon im 8.0er Patch gewesen sein. Also müsste es eigentlich noch genauso sein, also der hat richtig reingerotzt. Und klar, du kannst durch die spielerisch können so ein bisschen was rausnehmen, aber manche Klassen sind halt einfach, also hast ja nicht sonderlich viele Buttons. Manche Klassen haben da halt einfach vom Scaling halt besser als andere, ne? Ich sage ja, wenn du ein Spell drückst, wieder doppelter Schaden wie alle anderen. Wie ich meine, eine Fähigkeit nicht nutzen kann, weil da steht, ihr sitzt auf einem Reittier. Interessant. Okay. Ja, ich will Schattenschritt nutzen, ihr sitzt auf einem Reittier. Ja. Aber. Ja, gut, dann halt nicht. Muss mal gucken. Müssen wir auf WoW Head schauen, ob ich irgendein Item aus Classic finde, das irgendwie einen Sockel drauf hat, ob man da irgendwas drehen könnte. Kannst hier posten. Jetzt hat er mir. Hast du es nicht geschafft, serverübergreifend zu schreiben? Mittlerweile treffe ich so viele Leute, die nicht wissen, wie das geht, ne? Warte, hier. Wenn ihr mit Leuten auf einen anderen Server schreiben wollt, dann müsst ihr quasi den Namen von dem Spieler eingeben, halt wie er geschrieben wird, auch mit Sonderzeichen, ne? So, also W und dann den Spielernamen, ne? Das dürft ihr die auf euren Server erkennen. Und wenn ihr quasi, wenn der Spieler auf einem anderen Server ist, dann müsst ihr halt einen Bindestrich hinter dem Namen schreiben, ohne Leerzeichen, deswegen Bindestrich, und dann einfach den Servernamen. Also bei meinem Char, der heißt Darktelar, sprich Slash, W, Leerzeichen, Darktelar und dann Bindestrich Antonidas, Leerzeichen, Nachricht, ja. Mehr ist es eigentlich nicht. Das ist wie bei einer Vorwahl beim Telefon. So kannst du mit jedem schreiben. Du kannst theoretisch auch jeden Server, jedem anschreiben, der auf irgendeinem Russen-Server ist, ja, oder auf einem englischen Server oder auf einem, weiß ich nicht, portugiesischen, italienischen. User joined your channel. Also das funktioniert. Hey. Nein. Also da gibt es eigentlich keine Problematik. Nur klar auf asiatischen Servern bzw. Servern, die jetzt hier im amerikanischen Bereich sind, geht's halt nicht, weil das halt eine andere Serverstruktur ist, ne? Also nur EU-Server. Ich hatte irgendwie, wie es auch immer, auf Dark ein Zeichen. Dachte, machen das jetzt rein. Nee, ich hab da keine Sonderzeichen drauf, weil wer nennt sich schon Dark Tiller, ne? Also. Ja. Da brauchst du keine Sonderzeichen. Ernsthaft? Ja, genau. Anti fordern Beweis an. Das glauben wir eben nicht. Wenn es so sein sollte, dann GZ an der Stelle. Prove it. Ich weiß gar nicht, welche DD-Klasse macht gerade most OE Damage im Low. Geil, der Paladin haut richtig gut rein. Was? Warum spielt dein Tank? Dann kann ich theoretisch auch spielen, wenn die Demo. Ich glaube fast, dass Arcane Mage der Beste ist. Auf jeden Fall gut dabei. Meinst du, Simcraft hat eine Low DPS-Aufstellung? Mal gucken. Oder dass du die Char simmen kannst. Für Low DPS. Das ist schon der relevante Endcontent. Da muss man schon schauen. Ja, schon weiß, wer wo steht. Also der Schurke ist schon mal nicht oben mit dabei. Unterm Tank und unterm Heiler. Eieieiei. Der Schurke ist im Low einfach gay, also ich zieh meinen auch gerade hoch und da kommt nichts rüber. Ja, also da hat Briggs auch rumkeult, als man Level 10. Das macht einfach keinen Spaß, weil es nicht.
Mir gerade was einschenken, Moment. Ah, nicht zu viel. Mal Zauber klicken hier. Dieses Mal wieder einen Cola-Unfall haben. Das möchte ich ja vermeiden. Ich musste die Tastatur, ne? Ich hatte ja es geschafft, in meine Tastatur Cola reinzuschütten. Ja, und. Warte, ich weiß ja bei Rückma auch, aber ich weiß, glaube ich, später habe ich auch nochmal. Und dann habe ich erstmal versucht, quasi so, ja, so abzutupfen und sowas. Das kannst du vergessen, wenn das da reinläuft. Das bringt nichts, ja. Und dann wäre die andere Alternative gewesen, alle Tasten rauszumachen, diese auszuputzen, da war ich zu faul für, ja. Nicht mal das bringt was, weil ja die Dinge unten verklebt sind. Und dann habe ich es aber so gemacht, dass ich sie gut duscht habe. Also komplett Wasser rein. Und geduscht und dann habe ich sie umgedreht, ja, und wollte es rauslaufen lassen. Das Problem ist, solange die Tasten drin sind, sammelt sich das da immer wieder. Und dann habe ich tatsächlich danach alle Tasten rausgemacht und irgendwie eine Woche lang trocknen lassen, weil das Problem ist, das fließt ja wirklich komplett rein in die Tastatur, bis da alles raus ist. Das dauert wirklich ewig. Und dann in einem Bad haben wir hier Fußbodenheizung. Und da habe ich es halt auf die Fußbodenheizung gelegt und wirklich eine Woche lang flacken lassen. Und dann, die ist echt super, wie neu ist die jetzt? Also das klappt, das kann ich nur empfehlen. Also da läuft alles einwandfrei jetzt. Ja, weil jetzt nicht drin alles rostet, was irgendwie an Technik zu tun hat und sich zerstört. Also... Weil ganz trocken wird es ja nicht mehr. Doch, also die wenn du es wirklich eine Woche lang liegen lässt, wahrscheinlich noch wegen der Wärme, ne, die von unten kommt, dann... Dann wurde die wieder. Also ich habe sie nach 3 Tagen angestöpselt und dann hat sie alle möglichen Dinger gespammt, alle möglichen Zahlen. Also da war anscheinend noch Flüssigkeit drin, aber wenn das wirklich komplett trocken ist und wenn die halt eine, ja, das ist ja wie auf einer Heizung, wenn die da liegt, ne, die Tastatur quasi, wenn du die Fußbodenheizung aufdrehst. So, du musst halt einen Backofen. Ja, gut, das... Naja, das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee, dann schmort ihr wahrscheinlich den Scheiß durch. Das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Okay, mit Slash W geht's, finde ich der Name. Aber wenn ich über Wehrliste mache, da geht's nicht. Wehrliste zeigt dir ja bloß die hier auf deinem Server im Gebiet an. Und deswegen, das will ich nicht. Ich laufe ganz nach oben und ihr müsst euch dann oben in die Kanonen reinsetzen und dann ein bisschen drauf feuern. Müsst bloß schnell sein. Willst du machen, oder? Weil ich hätte zwar eigentlich nur Tank Respect. Ich könnte da halt Fury-Ding Krieger spielen, aber weiß nicht, wie viel der Damage so. Noch nie gespielt. Okay, keine Ahnung. Ja, schaut, so sind die halt schnell down, die Viecher. Da musst du halt nicht die ganzen Käse immer ewig machen. Ja, what the fuck, mir jetzt gerade angezeigt, dass die Kanone ein Level abgekriegt hat. Okay. Ja, die hat auch viele Mobs gekillt, aber vielleicht hat er einen Level abgekriegt, der in der Kanone saß. Muss ich mal gucken. Hier mit dem nächsten Patch, mit dem 8-1er, sollen ja die PZ ein bisschen genervt werden. Ja, bis zu 90%, also bis zu Level 90 sind es circa 40%, was weniger wird, insgesamt. Ja, also ist schon gut was. Also ist gut was. Hey, also die haben selber gemerkt, dass Level 70, 80, 90 einfach viel zu lang dauert. Da haben sie sich extra Char gemacht und dasselbe versucht. Das war Pause. Das ist auch krank, was man da braucht. Das sind 1,5 Stunden pro Level. Und dann bei 100 wieder 1 Stunde nur noch. Ja, mit dem Budi. Ich hab ein DA gemacht, mit den Legionen-Invasionen. Ja, auf 3 Stunden in 110er. Ich bringe alle meine, also 6, 7 Char sind es noch auf 100. Und dann wird jeden Tag immer nur die Invasion gemacht mit jedem Char. Ja, so habe ich es auch gemacht. Es ist einfach das Effizienteste. Alles andere dauert halt. Fährt. Vor allem, ich habe jetzt genau den Levelbereich, der wo am wenigsten editiert wird. Also bis zu 50 juckt es ja nicht oder 60. Ab 60 bis 90 ist halt scheiße. Ab 80 geht's eigentlich. Das dauert jetzt noch einen Monat, bis dahin, denke ich mal, bin ich auf jeden Fall 60. Ich will den Chai ja immer nur am Samstag weiter basteln und ja, bis dahin, denke ich mal, wird das auf jeden Fall vom Levelbereich hoch genug sein. Gut, auch der Content, der unter Level 60 ist, wird genervt, aber nicht ganz so stark. Ja, ich glaube Level rum. 10 zum Beispiel plus 2%. Das juckt gar nicht. Das ist halt nicht mal eine Quest. Aber es gibt ja auch neue Erbstück-Rüstungen. Das wird auch, ne? Moment, sollen die mit 8.1 reinkommen?
Also die Aufwertung auf 120 oder sind das neue? Oder nee, sind das weiß ich nicht. Neue Teile, 5 Stück. Ach so, okay. Und wo ein Tankrücken zum Beispiel drin ist, wo du Absorb und Ding bekommst, Rüstungswert. Okay. Weil bis jetzt gibt's ja nur DD-Rücken. Ja, genau. Und dann gibt's eben noch Schmuckstücke, wo du die ganze Gruppe Grid-Buff gibst. Ach so, ja, stimmt, bei dem einen Händler nice da. Und scheint wohl gar nicht so schwer zu bekommen sein. Okay, das hört sich cool an, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, okay. Die ganze Gruppe wird halt gebufft dafür. Also wollten wir uns den Buff noch holen, oder? Rein. Was für ein Buff? Ich stopp sowieso, ich brauche keinen Buff. Ach so, ja, ja, wir können uns ja dann raus... Stimmt. Stimmt, naja, ja, dann... ich brauche den Buff auch noch. Dann lass halt, dann portet sich jeder kurz raus, steht ja alle schon auf der Insel, oder? Jo. Stimmt, das haben wir jetzt vollkommen vergessen, weil wir ja... weil wir ja gestorben sind, ja. Das ist richtig. Ah, gut, eigentlich sollte man nicht ganz so übertreiben, weil es bringt dir dann weniger. Wenn du stirbst, dann brauchst du erstmal mehr Zeit, um wieder reinzulaufen. Und der Buff macht halt schon viel aus, vor allem am Ende fürs Abschlussding, ne? Das sollte man schon immer am besten mitnehmen. Das hatte ich jetzt, nicht dran gedacht gehabt. Ich mach's immer so, ich stehe auf dem Karussell. Spiel Tank, dann hast du immer Instant and White und hast du immer 10%. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja gut, der ist ja jetzt bloß noch heute Abend, dann ist er ja weg, ne? Aber nächste Woche müsste... Morgen auch noch, oder? Nee, das geht immer genau eine Woche, also von Sonntag bis Samstag. Ja, letzten Samstag hat es angefangen. Ja, in 14 Minuten ist er weg. Also, dann kannst du ihn nicht mehr holen in der Zeit. Die müssen jetzt die Inihand einfach schnell durchballern, dass wir... Dann direkt wieder einen holen. Genau, dann haben wir nämlich noch eine Stunde den Buff. So muss man es machen quasi. Deine Magier muss dann weg, nächsten Run. Oder was muss weg? Ich weiß nicht, ob noch einer weg muss. Eben ist halt ein Magier schon raus, weil er... Nee, ein Mage ist raus und ich bin jetzt auch wieder Mage, aber ich bin jemand anders. Also seid ihr schon im Dungeon, aber es dauert zu lange, bis ich da bin. Ja, wir sind schon drin. Okay, dann kommen wir auch. Müssen wir schauen, dass wir zügig durch sind, dann können wir uns nochmal einen Buff holen. Die Vollinsel ist eher in der Schnitterin. Ja, gut, die hier Flammenschlund ist eigentlich eine der guten Inis. Theoretisch könntest du den Wurmboss auch skippen. 10 Minuten, ne? Oder? Also eigentlich können wir doch den Wurmboss in der Mitte ausskippen, oder brauchen wir den für eine Quest? Wahrscheinlich schon. Signien? Moment, was brauchen wir? Also wir brauchen den Signien, dann... Ah nee, du musst den Lava-Typen musst du auch töten, okay. Ja? Ne, warte mal, das ist Lava... die Lava-Wache musst du töten. Na gut. Für die Quest musst du meistens eh mal einmal den ganzen Laden machen. Gut, hier ist es jetzt auch nicht so viel mehr, wenn du den Wurm mitnimmst. Ich hätte es cool gefunden, wenn du diesen EP-Gem, ne, wenn du da so viele reinmachen kannst, wie du willst, dass du richtig so ein Gem-Gear anziehen kannst, irgendwie mit 10 Gems drin und dann einmal... Ich fand's ja auch schon schade, dass sie die Flasche rausgenommen haben, ne? Es kommt ja mit 8.1 auch wieder. Eine Flasche. Die ohne XP war schon. Okay, aber wie viel? Ich hab bloß gehört, dass sie wieder kommt. 300% oder? Nee, so viel dann auch nicht. Ich glaube nur 200 diesmal. Ja gut, aber also es ist ja nicht so stark machen, wie es mal war. Okay, davon habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Weißt du, ob die quasi dann dir noch ermöglicht, dass du das Achievement kriegst in Heritage Armor? Weil du darfst nämlich, glaube ich, dafür nicht Wert deinen Freund machen. Weil dann zählt's nämlich nicht, wenn du den Char auf... Du musst ja den Char wirklich hochspielen und das darfst du nicht mit Werb deinen Freund machen, soweit ich weiß. Mit den Eisenzwerg kannst du zum Beispiel kein Level schenken. Dann zählt ja dir das für die Rüstung nicht. Ne? Ja, genau. Und das haben sie ja extra reingemacht. Genau, ja. Was halt voll schade. Aber es scheint wohl, dass du trotzdem den XP-Buff kriegst, wenn du im gleichen Level bist. Also es geht nur ums Level schenken.
Achso, es gibt. Ah, okay, ich dachte, weil. Ich dachte, dass es komplett untersagt ist, quasi mit Wert einen Freund Kumpel zu leveln. Konnte ich, also, wenn ich ihm Level schenken wollte, dann stand da, von wegen geht nicht. Aber den XP-Waff und so weiter ging trotzdem. Ah, okay. Auch wenn der fast nichts ausmacht, der wurde ja auch so mega genervt. Ja, das ist, soll ja genauso hoch sein wie einfach das Account-Gear, ne? Und das soll ja anscheinend nicht mal skalieren miteinander. Also, weiß ich nicht. 200% in 10% des Level-Bereichs insgesamt. Also minimal. Ja, das. Keine Ahnung. Ich finde das schade. Ich habe damals. Ich habe damals viele Chars hochgespielt. Mit Werbt ein Freund. Mit beiden Flas teilweise. Und Werbt ein Freund. Das ging so schnell. Also. Gut, ich glaube, 4 Stunden hat einer gebraucht. Der war heftig. Auf welches Level? Ich glaube, bis 100 oder 90 war das. Ja. Also schon ein bisschen älter. Ich bin gerade im Überlegen, ich habe von. Hab ich allein nicht gespielt. Ich habe von 1 auf 90 habe ich 48 Minuten gebraucht. Wow. Das war aber mit einer kompletten Support-Crew und ein bisschen Getrickse und so. Also das war mit quasi ging's so los. Dungeons ziehen und so. Ja, also es ging quasi so los. Ich hatte zwei Chars, also ich habe meine zwei Accounts, ne? Und habe mir hab quasi mit mir selber Werbt einen Freund gemacht und hatte dann irgendwie 5-6 Leute, die mich supportet haben. Hab halt quasi gestartet, die haben mich instant auf dem Startgebiet rausgeportet zu so einem Rare, die ich alleine gemacht habe. Und währenddessen haben schon alle Leute Innis vorbereitet. Also alle Mobs in der Inni zusammengezogen. Ich bin dann bloß in die Instanz reingegangen. Die haben alle Mobs am Anfang zusammengepullt. Und ich hatte halt beide EP-Flas drin plus Werbt einen Freund. Das waren, glaube ich, 1700% mehr EP, ne? Und dann bin ich in die erste Inni reingelaufen, haut alles um, 10 Level ab. Dann habe ich einen nächsten Port gekriegt, in die nächste Inni reingeportet, war auch schon alles zusammengezogen. Das war halt bloß noch reinlaufen, alle EP. Und ich glaube, am meisten habe ich eben im Schwarzfels gekriegt, ne? Also im unteren Schwarzfels. Da hat ein Kollege von mir, der hat die ganze Inni zusammengepult an den Punkt, wo der Bohrer rauskommt, ne? Ich drücke auf den Bohrer. Ich glaube, irgendwie mit 48 konntest du. Also ich habe auf den Bohrer gedrückt, da waren 600 Mobs oder so, also wirklich komplette Schwarzfels, ne? Der hat alles zusammengepullt. Dann hat's geleckt wie Sau, also es hat einfach nur geleckt wie Sau. Und dann war ich irgendwie vor einer Stufe 48 oder 45 auf Stufe 60, ja? Also das hat einen riesen Rums gemacht. Ja, aber das, so levelst du ja im Normalfall nicht, du hast ja im Normalfall keine Dings, aber das war einmal so ein Test, was geht am schnellsten, ne? Oder wie kannst du es am effizientesten machen? Das war mal so ein Dings, war mal ganz interessant. Hat auch Spaß gemacht, einfach. Nicht gebannt werden. Nee, du machst ja nichts, was irgendwie gegen die Nutzerbedingungen, also die Flast ist erlaubt, die EP-Ding, dass du durchgezogen bist. Weil das ja maximal ausnutzen von dem kompletten Level-System, was überhaupt möglich war. Ja, und außerdem, du schadest dadurch ja keinen, es gibt ja jetzt mittlerweile dass du dich ja instant hochboosten, also kannst du dir ja kaufen sogar, ja, also. Also das kostet auch 60 Euro. Ja, also das ist. Ist halt schon nicht wichtig. Ich habe halt immer die Account-Boosts, ne, für die Expansions, ne. Ich habe ja zwei für WoD quasi bekommen, wegen zwei Accounts. Ich habe zwei Accounts, weißt du. Also musst du die dann beide bezahlen, oder? Ja, die musst du beide bezahlen, die Accounts, wenn du zwei hast. Also schenken du dir... Wenn du das Battle for Azeroth nochmal holst auf deinem eigenen Account, dann kannst du auf deinem Main-Account den Charakter-Slot einlösen zum Beispiel. Genau. Dann hast du schon mal 25 Euro gespart. Aber wenn man die zwei Accounts hat, hat man dann den Fortschritt, also haben wir Folge oder Erbstücke oder so? Ja, hast du alles geshared. Wenn du musst es auf einem Battle.net-Account haben, dann ist es wie ein Account. Ich habe die gleichen Erfolge, ich habe die gleichen Mounts, Pets, Toys, es ist alles gleich. Du kannst dich halt sogar selber werben und kriegst sogar das Mount dafür. Genau, das kannst du auch machen. Im Endeffekt verhalten sich die Chars so, ob sie auch da auf deinem einen Account wären. Ne? Du hast halt bloß zwei Accounts auf dem Battle.net-Account und kannst halt mit zwei gleichzeitig online sein, zum Beispiel. Achso, ich bin mit zwei gleichzeitig online. Aber du musst halt auch... Das ist nicht der gleiche Account, ist sozusagen, sondern zwei verschiedene auf dem gleichen Account. Genau. Aber also du musst halt auch zwei zahlen, ne? Du kannst natürlich es auch so machen, dass du mit dem in der Zeit des Gold farmst und dir immer die Spielzeit über Gold machst, aber das Geld habe ich gerade nur, dass ich mir zwei Violet-Lizenzen leisten kann. Gibt's eigentlich ein Limit, wie viel WoW-Marken man sich kaufen kann oder nicht?
Ich habe gehört, dass es mal irgendwie einen Limit gab, dass du, oder zumindest gab es einen Limit, was du maximal, glaube ich, auf deinem Blizzard-Guthaben drauf haben konntest, meine ich. Ja, ich weiß nur, dass man 10 Marken kaufen kann, höchstens, aber, also mit Echtgeld meine ich, aber mit so Gold, weiß ich nicht. Ich habe mir das noch nie, ich kaufe mir keine Marken für Gold, weil ich habe zwar, denke ich mal, wenn man es jetzt vergleicht mit dem 0815 WoW-Spiel, habe ich relativ viel Gold, ja, aber ich gebe mein Gold nicht für Dingsmarken aus, ja, weil ich mir das einfach so mit Geld quasi mein Abo zahle, das kann ich mir jetzt gerade leisten und ja, und das Ingame-Gold mache ich für Sachen, die ich Ingame brauche, ne? Also Mounts und solche Sachen, Pets, wenn ich mir kaufen will, das trenne ich ganz gern. Ich habe alles ausgegeben für das Schiff und 6 Monate Spielzeit und für Call of Duty. Ja gut, das sind halt die Prioritäten anders. Nur, dass ich mir jetzt noch Red Dead noch dazugeholt habe, bis 2 Jahre. Ah, das kann man auch mit Marken kaufen. Achso, nein, das musst halt mit Echtgeld wieder kaufen. Das, glaube ich, geht nicht über Blizzard. So, jetzt holt ihr euch noch euren Buff, Leute. 6 Minuten habt ihr. Und ja, dann können wir losreiten. Guck mal, wir haben für die Innie 8 Minuten gebraucht. Ja, das geht schnell, ne? Fürs Abschließen ja, kriegst du halt immer gut. Gut, ja. Jetzt müsst ihr nur noch den Schurken loswerden. Der arme Schurke. Der kann auch nicht sagen. Ja, mit 45 kommt das erste Mal, wo wieder Energie direkt dazu kommt und so. Dann geht's so einigermaßen. Wie sind wir denn? Falls noch keiner hat, Destiny ist glaube ich gerade kostenlos drin. Ja, das wurde glaube ich über Blizzard verschenkt. Wie kostenlos? Aber ich will es dann am PC haben. Ja, wurde das nicht kostenlos an der PlayStation. Okay. Wie, das kann man quasi jetzt einlösen und ja, kriegt man es. Du musst ein Geschenk geschickt worden sein. Warte mal. Du musst halt nur in der Zeit einlösen bis. Wie lange geht's noch? 13, 14, 18. Nächste Woche auf jeden Fall. Dann mache ich das mal die Tage, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht so das Interesse, unbedingt Destiny zu spielen. Aber. Destiny 2 sollte gar nicht schlecht sein, aber. Also, wenn man es geschenkt kriegt, warum nicht, ne? Vielleicht hat man ja irgendwann mal den Anreiz. Aber um das. Haben die irgendwelche Ingame-Sachen, die du ja kaufen kannst, oder warum schenken die das einem jetzt? Also, irgendwo muss es ja einen Anreiz geben, dass die sagen, wir locken jetzt da neue Spieler rein, dass wir irgendwie vielleicht noch einen Gewinn machen. Das neue Addon ist, glaube ich, draußen. Ah, okay, dann schenken sie dir das Space Game und dann schaust du dir das an und denkst, ah, das ist gar nicht so schlecht, jetzt kaufe ich mir das dann auch noch, okay. Genau, weil, das kann man jetzt, glaube ich, als Demo oder so spielen noch. Hm? In dieses 2 Wochen lang, oder? Aber danach muss man bezahlen. Ah, okay. Wochenende ist ja kostenlos. Gut, weil das DLC ist umsonst dieses Wochenende, aber das Spiel hast du für immer dann, also nicht Zeit, ey. Okay, weil ich frage mich bei so Aktionen immer, wo ist der Haken oder warum machen die das? Ich will die Intention verstehen, aber das ist klar, wenn die dann noch so ein Add-on-System haben. Ja, also das ist halt klar, du musst halt sehen, Blizzard ist ein Unternehmen, das Geld verdienen will. Ja, das ist klar. Also so alt ist es ja noch gar nicht, das Jahr. Ich weiß gar nicht, ein Jahr oder so. Maximal. Also ist ganz klar. Okay. Dann weht daher der Wind, weil Destiny. Ich weiß zwar so grob, was es ist, weil da ein paar Kollegen mal gespielt haben, aber so richtig, ich habe da noch nie mich richtig informiert drüber, ne, deswegen. Aber dann ist das auch ein Game quasi mit einem Add-on-System und dann hast du halt ein neues Add-on, was du ja kaufen kannst. Also so wie Diablo quasi im Endeffekt auch. Plus, dass es halt genug Leute gab, die wo daraus 60 Euro gezahlt haben, nur für Spiel. Also es ist eigentlich schon mies, dass es jetzt verschenkt. Ja, wobei ich werde. Die zahlen ja trotzdem die Addons. Die wurden ja deswegen nicht geschenkt. Ja, wobei, so würde ich nicht argumentieren, weil du hast ja nicht weniger. Ich habe ja auch gekauft. Die Triebs ist auch umsonst. Ja, genau. Stimmt, das also könnte man jetzt auch so sehen. Also, dass irgendwann mal ein uralt Game günstiger wird, damit muss man rechnen. Du kannst natürlich auch immer sagen, ne, ich kaufe mir jetzt keinen neuen PC, weil irgendwann gibt es ja eh einen besseren und dann warte ich und dann hast du 5 Jahre gewartet und denkst, ah, es wird aber wieder einen besseren PC gehen, dann warte ich nochmal länger und irgendwann hockst du ja, dann immer noch mit deinem hockst du irgendwann immer noch mit deinem Röhrenmonitor an 2023 da und denkst dir ja. Mit 98 noch. Ja. Mit 1,64. Nintendo 64 kannst du wenigstens noch teuer verscherbeln gerade.
Ja gut, so uralte Hardware ist gefragt, ne? Klar. Die Spiele 150 bis 250 Euro. Ah, die wurden mal 15 gekostet haben. Und wir haben das damals alles weggeschmissen. Ja, genau. Das ist halt das Bild, das haben halt die meisten gemacht, ne? Irgendeinen alten Klump raus und das ist ja nur selten, weil das halt viele weggeschmissen haben. Dann wird's halt viel wert. Einfach dieses Gefühl, so eine Disc in die Hand zu nehmen und erstmal dreimal reinzupusten, damit überhaupt wieder geht. Aber das soll gar nicht, das soll eigentlich gar nichts zu viel bringen. Ja, ich weiß, aber trotzdem hat's jeder gemacht. 100%. Ja. Weiß gar nicht, ob ich meine uralt Disketten noch hab, ne? Also die ersten Spiele, die ich hatte, die waren wirklich nur auf Disketten damals. Auf dem PC. Da musstest du auch während dem Spiel immer Disketten nachschmeißen, ne? Da hattest du wirklich so eine 4-gigige Box. Und dann hast du hier Diskette eingelegt, die Grundding, und dann warst du in dem Spiel irgendwo weit und war irgendeine andere Zone, dann konntest du erstmal ja jetzt die Diskette einlegen. Dann musstest du erstmal die nächste Diskette. Musstest du gucken, dass du die richtige einlegst. Mein Gott. Das war noch ein Akt. Ich hatte noch für die ganz dünnen, also ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber. Ich weiß nicht, ich hatte so ein. Wie hieß denn das Spiel? Das schwarze Auge hieß das Spiel, glaube ich. War eigentlich ganz lustig gemacht. Also, es sah halt, also mit heutigen Dings sah es halt unmöglich, also du hast jeden Pixel gesehen. Es war also ganz eine ganz grobe Angelegenheit, ja. Aber. Also nicht 4 oder 5 habe ich die erste und letzte Diskette gesehen. Das hatte schon was. Nur. Lang ist her. Was um vielleicht nochmal auf das mit dem Account zurückzukommen, was übrigens auch geht. Hier das Ehrensystem, hier, die Ehre, die zählt ja auch accountweit. Und es gibt ja Leute, die Multiboxen ja wirklich nicht so wie ich, die einfach nur einen zweiten Account haben und dann parallel da und da drücken, sondern die haben wirklich ein Multibox-Programm, wo die Dings das gleichzeitig machen, ne? Also das ist ja die Enhanced-Variante, die ich jetzt nicht zum Beispiel mache. Das kostet ja dann auch Geld. Das auch, ja, aber meistens sind die Leute, die Multiboxen, auch welche, die dann irgendwie irgendwas farmen oder irgendwas machen mit ihren ganzen Accounts und dann das Gold... Und dann das halt locker drin haben. Weil was kostet im Moment eine Marke? 100.000, oder? Was? 100. Oder 200.000? Das macht ja auch der Sean ja. Cool, oder? Ja, genau. Und 70. Ja, und ich denke mal, mit den ganzen Dingen setzt der im Monat locker das um an Dings, dass er halt, sich das refinanzieren kann, einfach nur über Gold. Ja, eine Milliarde hat er ja schon gemacht. Ja, und darüber hinaus, gut, der ist nochmal ein extremer Fall, aber der macht ja im Auktionshaus auch größere Aktionen. Der ist dann nochmal eine andere Liga, würde ich jetzt mal sagen. Macht denn der so? Ich kenne den, ne? Der spielt das als Wirtschaftssimulator. Ja, der spielt halt auf Monopol und Auktionshaus. Also ich kenne jetzt auch nicht alles von dem, ich habe mir mal einige Sachen durchgeguckt und der geht da schon sehr analytisch ran und wann er was jetzt im AH komplett leer kauft und dann komplett Marktresetten und sowas. Wenn du natürlich sehr große Mengen an Gold hast und da reden wir von 10 Millionen aufwärts, dann kannst du halt auf manchen Servern den kompletten Markt beherrschen und einfach auch die Preise vorgeben, ne, wenn du das machst. Und damit machst du halt am meisten Gold. Mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Gold machst du damit. Und ja. Das hat zwar immer, ist immer mit Risiken verbunden, aber umso mehr Marktmacht du hast, umso mehr kannst du die Risiken halt auch im gewissen Sinne auch eindämmen, ne? Und wenn ja, du da gut, genug Gold hast. Der setzt sich da auch so extrem mit auseinander, der weiß, das glaub, auch wann man was kauft. Also ich sag mal so, vieles von dem Wissen habe ich auch teilweise, beziehungsweise jetzt im aktuellen Addon würde ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster legen, aber früher habe ich sowas auch gemacht, nicht so, nicht ganz so in einem großen Rahmen wie der, das mit Sicherheit nicht, ne? Aber da kannst du schon, wenn du es gut machst, relativ viel Gold machen. Ich habe auch schon öfter komplette Resets durchgeführt und sowas. Wenn du das, vor allem wenn du ein bisschen PTR guckst, dann kannst du das auch mit ein bisschen weniger Risiko machen, ne? Wenn du weißt, im nächsten Patch brauchst du das und das relativ häufig. Oft war es so, wenn irgendwelche Sockel reinkamen, epische Sockel, ne? Dann wusstest du, okay, jetzt werden dann alle die epischen Sockel brauchen, kaufe ich vorher das ganze Erz auf, wo die Sockel drin sein können, das jetzt günstig ist, weil es kein Schwein braucht, und danach werden alle das rauskaufen, der Preis wird ewig viel hochgehen, ne? Solche Sachen. Dann
resettest du halt den Markt, dann wird das Erz teuer und du hast das ganze günstige Erz und so. Also brauchst du aber auch ein gutes Grundkapital, solche Sachen. Also auf dem PTGR kannst du mit, wenn du Sachen schon mal vorhinein weißt, kannst du sehr viel Gold machen ohne Risiko. Er macht es, soweit ich jetzt gesehen habe, einfach so im laufenden Ding, weil er halt sehr, sehr viel Ahnung erstmal hat, ne? Das ist das eine. Der macht auch nichts anderes. Ja. Gut, das kostet auch viel Zeit, ne? Das ist ganz klar. Wenn du im Auktion saßt, du musst ja auch ständig wieder quasi die Leute unterbieten und wieder rausnehmen, deine Items, resetten und so. Also du hast da schon einen großen, auch ein großes Zeitinvestment, was du bei solchen Sachen. Deswegen mache ich das im Moment nicht. Ich habe für die Sachen, die ich machen will im Game, habe ich im Moment einigermaßen genug Gold. Ja? Das ist sicher so für die ganz großen Sachen. Oh Kacke, da soll ich vielleicht doch lieber raus aus dem Shit. Ist dann da mal einen von denen? Den Boss brauchen wir nicht machen, oder? Doch, ich glaube schon, weil die Tür sonst nicht aufgeht. Ich meine, dass... So, Akku mal. Hier, den nächsten Boss, da ist, glaube ich, die Tür dran gebunden. Aber wir können gerne mal gucken, ob du vorbeikommst. Ich meine aber, dass wir nicht vorbeikommen. Na, ich glaube, die Tür ist offen. Ob der Wormhold auf der Insel was bringt, soweit ich weiß, bringt der Wormhold für die Mob EP nichts, aber für das Abschlussding soll er anscheinend was bringen, zumindest für die World Quest bringt er was. Es gibt ja eine Weekly World Quest, wo du wo du nochmal fast 100.000 extra EP kriegst, ne, bei den Inseldingern. Und für die bringt er was. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, ob er fürs normale Abschließen was bringt. Für die Mob-EP meine ich, dass er nichts bringt. Nee, schau, die Tür ist zu, also da kommst du nicht. Oh fuck, wir haben die andere Seite geedet. Macht man danach erst. Wenn der Boss tot ist, musst du auf diese Feuerschale da klicken und dann geht die Tür erst auf. Ja, das meine ich ja. Also sprich, du kannst den Boss nicht skippen. Und das ging's ja. Nee, ich meine den wir resettet haben, diesen Scharfrichter. Ach so, das ist doch nicht wirklich ein Boss, oder? So. Doch. Oder ist der Scharfrichter der komische mit der Krabbe am Strand? Nee, das war da oben. In diesem Kreis da. Ja, aber ist das ein Boss? Ja, das wird richtig als Boss gezählt. Scharfrichter, naja, stimmt, das ist sogar ein Boss. Ja gut, ja, keine Ahnung. Ja nicht. Ich glaube, den brauchst du tatsächlich nicht, ja. Außer wir können jetzt gar nicht draufdrücken, weil du die anderen davor alle besiegt haben musst. Aber diesen einen, hier Old God-Typen, den musst du ja auch nicht machen. Einen hässlichen. Müssen wir gerne mal gucken. Dann machst du heute überhaupt noch. Du, jetzt haben wir die Stunde schon voll. Eine mache ich auf jeden Fall noch und dann schauen wir mal. Ich mache das ja immer stundenweise, weil ich das immer so als Leveling LP dann auch mit aufnehme, ne? Aber ja. Sind wir eine Stunde sieben. Wenn wir den Endboss umhaben, sind wir etwa, denke ich mal, 10 Minuten drüber. Das ist okay. Und dann mache ich noch eine auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, je nachdem, wie müde ich bin. Nee, oder? Doch, oder? Lol, was passiert jetzt? Warum gerade? Vom Scharfrichter. Oh. Wir müssen den doch killen. Ja, okay. Oh, die bringen aber gar nicht schlecht. Die bringen gar nicht schlecht EP. Oha, jetzt haben wir einen Level-Trick gefunden. Ja, schau mal, diesen Instant-Down, die bringen alle 200 DP, die Mobs. Uff, Level-Up, ist das der neue Level-Trick? Wenn die jetzt die ganze Zeit immer weiter spawnen würden, wäre das schon cool. Ich hab drauf. Nee, jetzt geht die Tür sogar auf. Oh, jetzt geht die Tür auf. Aber wir konnten ihn, den Boss skippen, dafür müssten wir so ein paar Ghule machen, okay? Ja, und? Hä, wo ist denn der Boss überhaupt? Ja, sind wir schon lange dran vorbei. Ach so. Also, weil die ganzen Elite haben auch nur 200 DP. Obwohl, das war der Boss, der mehr gebracht hat. Nee, das ist dieser Typ, der quasi in der Terrasse davor steht. In diesem runden Dings. Das ist auch ein Boss. Anscheinend. Ich dachte, das ist ein Trash-Mob, aber das ist anscheinend ein Boss. Ja, ich dachte das auch mal andersrum. Ich fühle verletzt vom Boss. Ja, aber ich in Antorus, ne, wo ich da drin war, da dachte ich, dass der Boss ein Trash-Mob ist. Da habe ich einfach mal so einen Boss gepullt und wurde ich übelst geflamed. Was war das im LF? Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bin ich einfach reingelaufen, dachte mir, hier, Trash-Mob pull ich. Ne, und dann bin ich auf einmal geflamed, was machst du? Und ich dachte, ich mach doch schon mal den Trash, das waren halt nämlich alle da. Ich dachte mir, ich mach halt allein den Trash schon mal. Oder fange halt mit 5 Hanseln den Trash an, wo ich erstmal blöd angemacht. Dann merke ich irgendwie, Moment, das ist der Boss, ne? Der Boss war halt kleiner als die Trash-Mobs, die da standen.
Ja, kann man passieren hier. Hier, das war Meinst du den ersten oder welchen Nee, war's? Immona war das, glaube ich. So. Ach, ganz am Anfang da, wo ich mir, da dachte ich mir, ja, das ist bestimmt der Trash-Mob. Oder war das im NHC? Keine Ahnung, wo ich da drin war. Ich glaube, es war die. Nee, ich glaube, es war im NHC die erste Woche. Da habe ich einfach mal den Dings gepult. Der Brückenboss ist ja auch nicht sonderlich groß. Gut. Oder jetzt schauen wir mal rein. Oh, Stufe 30. Ja, hier Immuna, der ist relativ winzig. Da sind diese ganzen Konstrukte wesentlich größer. Kommst halt hoch, portest dich hoch und der steht halt direkt vor dir und denkst halt, ja, ist halt der erste Trash-Mob, der da oben steht. So, dann porten wir uns einmal aus dem Laden raus. Wir sind wieder in Fight. Ja, lass mal die Gruppe leaven. Gut, dann sind wir mit der Episode wieder durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten. Euer Tela, bis dann. Ciao.